He provides the team with a tactical advantage. Use the shield projector on a fellow hunter to block all damage dealt to them. Support's cloak ability is the team's best tool to recover from a losing fight. Activate cloak to revive teammates or flee the fight unseen. When in combat, use the laser cutter to deal heavy damage. Aim the orbital barrage, then deploy it to rain down death from above. Und da sind wir wieder jetzt mit Hank, dem Supporter. Ja, habe ich auch noch nicht gespielt, wie man gerade am Tutorial sah. Und mal sehen, ob es wieder so gut läuft wie in der letzten Runde, in den letzten beiden Runden oder nicht. Another adventure. Isn't it glorious? Marco, buddy. I think you are the only person on the team having actual fun. Well, it's not fun. It's great adventure. Well, I think most of us are sort of worried about whether we're going to die here. But I can tell that ain't you. I do not mind dying here. Dying to help protect people. You don't got nothing to look forward to? Look forward? I want to die while I am young and beautiful. Not live until I have face like Griffin. Und einer ist rausgegangen, sehe ich jetzt schon. Ist natürlich wunderbar. Aber was soll man machen? Lässt sich nun mal nicht ändern. Nun, wenn man später, denke ich mal, die Maps und so weiter kennt, dann... Da ist er hochgekommen, komme ich da auch hoch? Sache, dass sie jetzt den hier angegriffen haben, musste jetzt nicht sein. Okay, Dr. Death, stand still a minute. Das ist wahrscheinlich die erste Runde, in der das Monster gewinnen wird, wenn ich mir das so angucke. Außer er macht noch einen Fehler. In die Richtung? Wo ist er denn jetzt? Da oben? Nun, wie gesagt, das läuft jetzt gerade. Aha. Nicht sehr gut. Versuchen wir noch mal ein bisschen von der Seite reinzukommen. Ja, schon Level 2. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er da, wo er jetzt ist, so lange bleiben wird. Da ist er doch. Ich wusste doch, dass er da nicht lange bleiben wird. Jetzt sollte man ihn schnell verlangsamen und marken. Sonst könnten wir bald ein Problem haben. Und ich frage mich gerade, wo meine Leute bleiben. Der ist schneller als wir auf jeden Fall. Da ist er. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Aber um zu fressen und so weiter, muss er auch stehen bleiben, deswegen...
noch nicht das Monster. Doch, das war's doch. Nee, das war's nicht. Das ist nicht gut. Läuft hier echt nicht gut. Man sollte langsam mal, ja, die Trapperin sollte jetzt mal versuchen, da was zu regeln. Ist natürlich jetzt die Frage, inwiefern sich das lohnen wird. Er hat natürlich echt einen zeitlichen Vorteil von was weiß ich. Ja, sehr schön. Haben sie ihn jetzt, oder? Ist er doch gar nicht. Die hat uns jetzt hier eingesperrt und macht den scheiß Dings da nicht down, oder was? Doch, da ist sie. Hallo. War's wohl. Keine Chance mehr, da was zu machen. Jetzt sind alle down. Oder auch nicht. Nun. Er hätte uns jetzt ausschalten können, hat er aber nicht. Da ist er. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie das hier, wenn man jetzt mit vier Leuten im Team spielt. Wenn das Monster, das darf, man darf ja nicht mit Freunden zusammen spielen, wenn man das Monster spielt. Jetzt evolution. Gerade seine Evolution, jetzt ist er natürlich kurzzeitig. Das ist außer Gefecht. Sagen wir mal so. Zack, 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 zack. Jetzt müssen wir ihn auf jeden Fall. Kann denn da jemand tot sein? Okay, jetzt müsste ich einfach draufhalten. Ja.
Hätte nicht gedacht, dass wir das noch schaffen, aber der ist nicht sehr weit weggekommen und hätte uns einfach töten können. In der einen Zeit hat er aber nicht. Nun, damit haben wir auch die dritte Runde zum Glück gewonnen. Eieiei, gefällt mir auf jeden Fall nicht so gut die Klasse. Lol. Okay, das ist gut. Also, die Jägerklasse gefällt mir jetzt nicht so gut. Jäger sag ich schon, die Supporterklasse. Als nächstes versuche ich mal an die Dingsterklasse ranzukommen, an die Heilerklasse. Die wird aber viel gespielt, aber ich versuche es trotzdem mal. Also dann, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme.